Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft 2 Legacy of the Void. Wir sind heute wieder in der Koop-Mission mit am Start. Mit am Start ist auch der Peter. Hey Peter, alles klar bei dir? Hey Trollo, alles klar. Na, was geht ab? Bist mit einem Bierchen draußen auf der Terrasse? Ach nee, hab die Tür auf, das muss reichen. Tür auf, na ja, gut, als alter ITler, gell, da ist ja ein Fenster offen schon so gut wie draußen. Genau, nicht, dass ich einen Sonnenbrand krieg. Ja, ich bin der Daywalker. Du bist der Daywalker, gell? Also wenn du aus dem Fenster guckst, werden deine Augen auch sofort rot, oder? Wie so ein meistens der Nacken, aber die Augen, naja, vielleicht. Aber dann von dem Bier, was ich trinke, dann Prost, ne? Ah, gönnst dir schon wieder hier ein Bierchen? Ja, was heißt hier schon wieder? Ja, jetzt wir quatschen jetzt hier seit, keine Ahnung, 15 Minuten oder sowas und das ist jetzt die vierte Flasche oder so. Ach, immer noch die gleiche, mein Freund. Also, aus dem gleichen Kasten. Kann aber auch nicht dafür, dass das Fass so groß ist. Okay, zurück zum ernsten Thema. Was zockst du halt? Fußball. Nein. Nein. Falsches okay. Thema. Ah, okay. Hier meinst du. Hier bei hier, dir. Ja. Hier, Spiel. Ah, Rainer. Rainer. Okay. Ja. Und ich zocke Vorazun. Vorazun, ja. Apropos Spiel, wie glaubst du, geht's nachher aus? Gut für uns, hoffentlich. Gut für uns. Ich sag's wie mein Chef. Ich sage 2-1. Ja. Wäre okay, wäre gut. Also du meinst 2-1 für Deutschland. Ich sage mal 2-1. Ach, du sagst nur 2-1. Wow, okay. Ja. Das ist ungefähr so, wie einer gewinnt, glaube ich. Gut. Na dann, Prost. Dann würde ich sagen, zock mal Zufallsmission, bringt 25 EP-Bonus. Und ja, legen wir los, oder? Ja, hau rein. Bist du bereit? Bereit. Bereit. Dann schauen wir mal, was es wird. Da gehörst du hin. Hinter Schloss und Riegel. Genau. Das ist wirklich, Peter, das ist nett von dir. Ja, ich kenne dich ja, also kann ich das beurteilen. Das finde ich super. Also, na, okay. Überlege ich mal als nächstes Urlaubsziel vielleicht. Schloss oder Riegel? Ein bisschen was von A, ein bisschen was von B. Und ich rede hier nicht von den Schlössern zwischen den Beinen, ne? Nicht? Ne? Grüße, Kommandanten. Grüße. Amon ist fest entschlossen, Ulnar zu zerstören. Seine Streitkräfte nehmen die Stellarschlösser ein und beginnen ihre Energie zu überladen. Euer Ziel wird es sein, alle 5 Schlösser zu aktivieren. Dazu werden Einheiten von beiden Armeen benötigt. Arbeitet zusammen und wir werden obsiegen. Ich mag die nicht. Ja, ich habe auch noch nicht genug Bier getrunken, damit ich sie schön gesoffen hätte, aber gut. Ich würde sie noch nicht mal mögen, wenn ich sie schön gesoffen hätte. Dann würde ich vielleicht, wenn ich wirklich echt übel blau wäre, sie vielleicht flachlegen wollen. Aber mögen würde ich sie immer noch nicht. Wie heißt denn die gleich wieder? Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Ja, mir fällt es gerade auch nicht ein. Die dumme, nervige Labertussi halt. Ja, ich finde, sie hat sowas Spirituelles. Ich finde, sie hat sowas Penetrantes. Stimme. Also denkst du doch ans Penetrieren? Also man merkt, die Qualität der Unterhaltung wird heute auf einem sehr hohen Level stattfinden. Ja, auf jeden Fall. Also immer. Also wenn man denkt... Also mir liegt's nicht. Wenn man denkt, tiefer geht nicht mehr, kommt von irgendwo so ein Peter her. So. Ach, ich sollte vielleicht noch ein paar Sonden bauen. Aber irgendwie wirkt das bei mir heute wirklich, wirklich so klein alles. Also beziehungsweise alles so groß, als wäre ich voll reingezoomt. Ja, vermutlich nach deinen Kämpfen mit der Neuinstallation. Welche Auflösung gewählt? 168 ist das normal, oder? Ja, 800 mal 600, das ist Full HD. Full HD, 800 mal 600. Ja. Wenn nicht sogar 4K. 4K.
Ja klar, weil 800 mal 600 sind 1400 und da ist eine 4 drin, also das muss 4K sein, ja. Mhm. Sollte es aufhören, an meinem Bier zu schnüffeln. Ich schnüffle an gar nichts. Ich bin nicht der Schnüffler. Magst du meine Socken haben? Alter, willst du mich umbringen? Nee, aber ich meine, es könnte sein, dass du das magst. Also Fußfetisch wäre mir jetzt noch nicht untergekommen. Also viele Fetische habe ich ja. In meinem letzten Stellaris Subnautica hat man ja gesehen, dass es mir Spaß macht, irgendwelchen Viechern am Arsch zu schnüffeln. Aber Fußfetisch ist jetzt noch nicht so meins. Ja, ich kann dir auch meinen Hintern ins Gesicht halten. Ist auch okay für mich. Nee, du bist ja nicht auf 3 Beinen. Und nein, du bist kein 3 Beinen. Fail. Ach Gott. Einsatzbereit. Ich habe übrigens Banshees, okay, falls wir sie brauchen. Sehr schön. Macht denn den? Ach, ist schon fertig. Wer ist fertig? Also du bist ziemlich fertig, aber wer ist noch fertig? Nee, mein Bunker. Bunker. Der Bunker. Denk an Pylonen. Das Stellarschloss droht, in Amons Hände zu fallen. Wenn wir nichts unternehmen, wird es anfangen, Ulna zu destabilisieren. Mann, wie heißt die Schlampe? Peter, macht euch bereit. Wir werden schon bald ausrücken. Wir rücken gar nirgends aus, dass du es weißt. Ja, ein bisschen Mineralien wäre noch ganz nice. 3 Stück kann ich noch draufsetzen. Ein Stellarschloss befindet sich unter Amons Kontrolle. Ihr müsst es ihm entreißen, bevor es mit der Überladung beginnt. Die Alte geht mir so auf den Sack. Ja, übel. Also das ist so eine Person, wo ich sag, die hätte in der Kampagne sterben dürfen. Irgendwie bewege ich mich hier gerade ziemlich in deine Richtung, kann das sein? Ja, du machst dich ganz schön breit. So base-technisch bin ich schon ganz schön bei dir auf jeden Fall. So. Feindliche Zerstreitkräfte gesichtet. Nichts herkommen. So, lass sie kommen. Das ist ja die spaßige Mission, wo wir zu zweit irgendwo stehen müssen. Ja. Ich noch mit dir absprechen. Machst du Marines oder was machst du? Ja, ich mach Marines. Weil ich mach dann wieder dunkle Templer. Marines, Feuerfresser, Sanitöter. Sanitöter? Ja, da mache ich wieder klassisch hier meine Humpty Dumptys. Amons Jünger greifen ein Schloss an. Sie werden es bald erobert haben. Man hört schon ein klein wenig Verzweiflung in ihrer Stimme. Ja, die geben schon ganz schön Gas am Anfang. Das muss man hier schon lassen. Ja. Aber ist mir eigentlich ziemlich Wayne, wenn ich ehrlich bin. Amons Diener haben ein Schloss für ihren Meister erobert. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Ich will auch so einen Diener. Ein Diener? Ja. 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 Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Oder noch besser eine Dienerin. Ja, wir wissen ja auch alle ganz genau, was mit der passieren würde. Ja, eigentlich. Nur Gutes. Nach deiner Aussage und dass du ein Dreibein bist. Ja, ich bin ja kein Spalter. Um Gottes Willen, dieses Bild geht nie wieder aus dem Kopf raus. Amon hat eines von Ulnars Konstrukten seinem Willen unterworfen. Zerstört es, falls... Wollen wir mal was tun? Kannst du was tun? Rein hypothetisch so ein bisschen könnte ich schon... 3 Einheiten könnte ich schon dazu steuern. So ein bisschen. Immer ein bisschen. Ach, warte, die kommen jetzt her, glaube ich. Die kommen zu uns, die Spalter. Ja, irgendwas kommt da, oder? Keine Ahnung. Ja, kommt's weg, ihr Heinis.
Amons Truppen versuchen, ein Stellarschloss unter ihre Kontrolle zu bringen. Gehen wir mal los, oder? Ja, geh mal los. Ich komme aus dem Schatten. Ich bin auf, auf. Auf zum Atem. Auf zum Atem. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich fühle mich. Der Gegner hat ein Stellarschloss eingenommen. Wir müssen es zurückerobern. Wo bleibst du? Ich bin doch schon da. Der hat echt schon drei Dinge eingenommen, gell? Voll krass. Ja, der macht das echt sauschnell. Bleib mal da, damit wir das Kackding wieder zurückerobern. Ja, ja. Bin ich vor, auszuwandern. Wie sich denn da? Ein Schloss wurde aktiviert. Wir sollten dafür sorgen, dass es aktiviert bleibt. Der Gegner schickt sich an, ein Stellarschloss einzunehmen. Alter, das gibt's ja nicht. Der hat echt gerade. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen auf Speed oder so. Achso, ja, der. Den bräuchten wir heute. Das stimmt. Achso. Bei dem. Nicht bei hier, bei diesem Vorspiel jetzt. Arme Streitkräfte haben ein Stellarschloss erobert. Euer Hauptziel muss es sein, dieses wieder zu aktivieren. Wo läufst du denn hin? Da nach rechts. Warte auf Papa. Ja, läuft doch ganz gut. Das kriegen wir ja eigentlich ganz relaxed hin. Och nee. Was denn? Benötige weiter die Depots. Ja, dann nehmen wir das Ding mal ein, oder? Zack, zack, zack. Wir dürfen nicht zulassen, dass Amons Truppen dieses Schloss in Besitz nehmen. Der nimmt gar nichts hier. Ey, die haben jetzt echt meine Baubiene da kaputt gemacht. Ja, doch nicht. Die haben sie nur in die Basis verjagt. Schweinepriester. Solche Sackratten. Juckt's oder wie? Ne, nicht bei mir. Bei dem juckt's. Achso, und bei denen? Ja. Ich dachte, bei dir juckt's. Ne, bei mir juckt's nicht. Schön gewaschen. War ich schon wieder Depots? Das kann doch nicht sein. Gewaschen und gestriegelt. Alles bestens. Ein Stellarschloss droht, dem Feind in die Hände zu fallen. Wir haben ein weiteres Schloss aktiviert. Rückt weiter vor. So. Warte kurz, ich glaube, Depots. Wir haben die Kontrolle über das Ziel übernommen. Gut, gut. Wo willst du dann hin? Ich hätte Bock, die Nebenmission mal noch schnell zu machen. Das Dreieck. Ah, da oben, okay. Jo. Das Stellarschloss ist Amon in die Hände. Soll ich die... Wir müssen es seiner Kontrolle entwickeln, bevor es zu spät ist. Bist du schon oben? Ja. Willst du die Hyperion oder nicht? Nee, nee, passt. Das war's eh schon. Das von Amon entweihte Konstrukt wird nicht länger seinem Willen dienen. Dann gehen wir da oben gleich zum Schloss, oder? Ja, ich zerstöre jetzt hier noch das Ding hier. Okay. Ui. Warte auf mich. Ja, ja, entspann dich. Im Namen der Lehre. So, bisschen Upgrades hier reinhauen. Immer auf die Lufteinheiten, oder? Ja. Good idea. Gibt da noch welche? Ach, da.
Wir sind tot, Jim. Perfekt. Die Anwesenheit eures Verbündeten ist für die Einnahme des Ziels erforderlich. Ja, ist ja gut. Mein Verbündeter soll gefälligst herkommen. Mein Gott, ey. Du bist genauso stressig wie die Olga da, diese Protoss-Tante da. Ja. Wer hat erlaubt, dass du meine Heilung in Anspruch nimmst? Ich bin Protoss, ich frage nicht halt nach Erlaubnis. Aha. Ich bin wie Charlie Sheen. Weißt du? Ich bin Chuck Norris. Wir müssen die verbleibenden zwei sichern. Weißt du, das ist die Charlie Sheen-Taktik. Lieber danach um Entschuldigung bitten, als davor um Erlaubnis zu fragen. Hyperion im Anflug. Ich bin lediglich ein Schatz. Die Hälfte von Ulnars Energie ist bereits instabil geworden. Wir müssen die Schlösser aktivieren. Ja, entspann dich, du Alte. Ich bin die Klinge der Meeresin. Bist eh schon da. War die langweilig, oder? Da sagt deine Fick lieber ein paar Leichensäcke. Wie eklig. Also meine Figuren hier sind noch kranker als du. Wie Fick lieber ein paar Leichensäcke. Also ich habe jetzt echt jede Rasse hier durchgespielt. Den Spruch hätte ich noch nie gehört. Ja, wahrscheinlich bin ich hier auf dem Ü18-Patch. Ach so. Ah, okay. Ja, nee, klar, ich bin ja auch noch ziemlich unter 18, also... Es ist schon ein hartes Spiel für mich, also ich habe schon schlechte Träume immer danach. Es verbleibt nur noch eines. Eines. Bereit. Gedanken im Chaos. Was hast denn du da für eine fette Truppe, die da schon unterwegs ist? Ja, ist das Kanonenfutter oder? Nee, das war jetzt Ersatz. Jetzt gehen die zu zwei Basen, zu zwei Schlössern oder wie? Wo? Ja, man sieht's da auf der Map. Ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass Arnolds Truppen dieses Schloss in Besitz nehmen. Tatsache, hey. Die sind echt lästig. Ja, voll. Sehr, sehr nervig. Ein weiteres Schloss wurde jetzt aktiviert. Das war's. Ja, das war's. Ausgezeichnete Arbeit, Leute. Ach, sie konnten es nicht erkennen. Alle Stellarschlösser wurden aktiviert. Damit hat Armut keine Möglichkeit mehr, ihre Energie umzuleiten. Gute Arbeit. Naja, das war jetzt nicht schwer. Yo, Pro. Yo, ho, 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 ho. Gurak war siegreich. Und irgendein Aufstieg oder irgendwas bei dir? Nee. Kein Aufstieg, keine unter mir. Nix. Nix. Mhm. Ich verstehe. Aber beim nächsten Mal. Beim nächsten? Na, bei mir noch nicht. Übernächstes Mal, glaube ich. Dann gibt es fortgeschrittene Zielerfassungssysteme. Erhöht den verursachten Schaden aller verbündeten Einheiten in der Nähe der Hyperion um 2. Also wirst du diesen Bonus natürlich nie einsetzen, weil die Hyperion nie bei unseren Einheiten ist. Doch, das ist schon... Wann ist die Hyperion denn bei unseren Einheiten? Ja, wenn es richtig zur Sache geht, ist die schon oft dabei. Die ist eher immer alleine unterwegs, finde ich. Naja, okay. We will see. We will see, so ist es. Ich meine, das ist zumindest kein Downgrade. Ja, Downgrade auf keinen Fall. Wäre auch irgendwie komisch, oder? Ja, wird halt irgendwie... würde ich dann die Punkte nicht annehmen. Ich habe den Ablehnen-Button noch nicht gesehen, aber du kannst mir ja gleich zeigen. Doch, das ist wie bei Facebook, gefällt mir nicht. Ah, okay, verstehe. Kommt am Dienstag. Ja, das ist eine Installation, am Dienstag. Patch-Day kommt dann hier Ablehnen-Button. Nee, gehört unbedingt dazu gebaut, also finde ich wichtig. Und du kannst dann endlich Frauen rauben. Frauenrauben. Ja. Kommt auch am Dienstag. Also du würdest gerne
zergische Frauenraupen. Nee, die nicht. Die würde ich dir überlassen. Da tun sich gerade echt Abgründe auf, mein Freund. Na, sieh mal, an welche du denkst. Ich dachte hier eh an die hübschen Piranha-Weiber hier. Ja, du dachtest an die Zagara. Ja, die viel Schleim für nichts. Mit ihrem mit ihrem großen Schlund hinten. Ja, pfui. Ich geh jetzt. So, Peter, wir lassen das jetzt. Da kommt nichts mehr Gutes raus. Ja, sonst kommt mir mein Bier hoch. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat Spaß gemacht. An euch da draußen, vergesst die Videobewertung nicht, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, macht's gut.